Der Wochenbericht am 4. Advent vom 15. bis 21. Dezember 2014. Obertraubling versuchter Einbruch in Restaurant. Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht vom 17. auf 18.12.2014 durch Aufhebeln einer Tür in das Leergutlager eines Restaurants in der Ernst-Frenzel-Straße zu gelangen. Der unbekannte Täter scheiterte jedoch an den massiven Sicherheitseinrichtungen. Dennoch entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Neutraubling unter der unten eingeblendeten Telefonnummer entgegen. Das Video vom 18. Christkindlmarkt aus Obertraubling ist nun auf unserer Internetseite Obertraublinger News, auf Facebook und auf YouTube zu sehen. Am 21. Dezember traf man sich in Oberhinkoven zur Oberhinkovener Dorfweihnacht. Zahlreiche Besucher waren vor Ort. An den zahlreichen Ständen konnte man sich verköstigen und auch schöne Sachen kaufen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring Ja, heuer findet zum 19. Mal die Oberhinkovener Dorfweihnacht statt. Die Ortsvereine der OGV, der FCO, die Eichenlaubschützen, die Freiwillige Feuerwehr und heuer auch der Kindergarten St. Michael umrahmen diese Dorfweihnacht. Am Anfang, zu Beginn des Weihnachtsmarktes, haben die Kinder von Kindergarten St. Michael das Christkind begrüßt und auch zum Rahmenprogramm zu dieser Dorfweihnacht beigetragen. An den Buden hier im Weizerhof gibt es Köstlichkeiten, an denen sich die Besucher erlaben können. Ich darf alle hier recht herzlich begrüßen und hoffe, dass hier bei gemütlichen Gesprächen die Leute ein bisschen Zeit von der Hektik des Alltags finden. Ja, auch ich darf mich recht herzlich für den zahlreichen Besuch auf diesen Wege, wahrscheinlich nachträglich im Internet dargestellt, recht herzlich bedanken. Wie der Sepp schon gesagt hat, möglich machen das hier die Ortsvereine. Es steckt einiges an Organisation dahinter. Ich glaube, 3 Treffen haben wir braucht mindestens, um das hier alles in die Bahnen zu leiten. Ich glaube, der Erfolg gibt uns recht. Wird Jahr für Jahr mehr. Wahrscheinlich brauchen wir nächstes Jahr nur einen größeren Platz. Nein, aber ich glaube, das macht Oberhinkoven aus. Und allen, die Mitgeholfen haben, nicht nur mir als Vorstände, sondern es stehen, glaube ich, auch einige Leute bei jedem Verein auch dahinter, die wirklich arbeiten und immer dabei sind. Und ja, möchte auch noch hinweisen, am 6.1. haben wir dieses Jahr noch so ein kleines Special, ein Sonderevent. Wir haben die Wilden Drachen organisiert, ebenso hier im Weizerhof. Machen wir eine kleine Vorstellung, sollte man sich nicht entgehen lassen. Also würde uns freuen, wenn wir da auch so zahlreichen Besuch haben. Vielen Dank und frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. We won't go until we get some, so bring some out here.
Team von Obertraubling News, Lokal-TV Obertraubling, wünscht allen unseren Zuschauern frohe Weihnachten und ein gesegnetes Fest.